Öle und Fette. Welches nimmt man da? Nimmt man überhaupt welche? Also erstmal Öle und Fette, beziehungsweise Fett allgemein, ist für den Menschen ungesund und unnatürlich, nicht dafür geschaffen. Wenn man das, also was durch die Wissenschaft auch nachgewiesen ist, bei zumindest bei Ölen, da gibt es einige Studien zu. Und ja, wer halt nicht so auf die Wissenschaft vertraut, der merkt das halt spätestens, wenn er einen sehr reinen Körper hat, dann merkt man sofort schon noch eine Avocado, dass man am nächsten Tag davon ziemlich entgiftet, dass der Stoffwechsel dadurch ziemlich angeregt ist, der zum größten Teil ein Entgiftungsmechanismus ist. Aber wenn man jetzt halt Fett weiter in der Ernährung haben möchte, was auch sinnvoll ist für eigentlich alle Menschen, weil Fett halt sehr stark die Nerven beruhigt und auch sehr stark sättigt. Deswegen kann es ab und zu Sinn machen gegen abends. Tagsüber würde ich das nicht empfehlen, dann ist man total ausgebremst. Aber um so runterzukommen und so weiter, kann man das abends mal machen, auch mehrmals die Woche. Und wenn man jetzt sich mit dem Thema Öl beschäftigt, auch wenn man irgendwas anbraten möchte oder sowas, dann kommt dabei eigentlich heraus, das haben meine Recherchen ergeben, dass eigentlich kein, also nahezu kein Öl wirklich geeignet ist. Die meisten haben einen so niedrigen Rauchpunkt, dass die halt krebserregende Stoffe erzeugen, wenn die eine gewisse Hitze erreichen. Die Ausnahme, da gibt es vier Ausnahmen. Also ich nenne jetzt mal die Ausnahmen, das sind einmal Rapsöl, Olivenöl, Kokosöl und Sesamöl. Man könnte auch noch Palmöl oder Palmfett nennen. Ah, nee, es gibt sogar noch eine Ausnahme. Sojaöl. So. Und dann gucken wir nach meiner an. Rapsöl ist meistens oder oft genmanipuliert und pestizidbelastet. Und hat auch sowieso beim Erhitzen erzeugt es noch andere giftige Stoffe. Habe ich zumindest gelesen und es kommt mir wirklich nicht gut. Also da kann ich das nur bestätigen. Olivenöl ist so eine der besten Sachen. Hat man aber meist nicht richtige Qualität. Die meisten Olivenöle oder sehr viele Olivenöle sind ranzig schon. Auch die aus dem Supermarkt, also besonders die aus dem Supermarkt, sind oft ranzig und damit halt giftig und schlecht oxidiert. Und alle Öle, die nicht in dunklen Flaschen sind, die haben sowieso mit Licht reagiert und werden dadurch auch ranzig. Und auch bei der Verarbeitung wird oft nicht verhindert, dass die mit Sauerstoff in Kontakt kommen und damit oxidieren die, werden also ranzig. Das heißt, auch die Öle, die halt einen guten Rauchpunkt haben, die sind eigentlich auch schon deswegen giftig. Weil Öl muss man sich halt vorstellen, das ist halt ein Auszugsprodukt, da fehlt dann halt die natürliche Schutzschicht, wie Nüsse, die zum Beispiel dann noch haben, oder die Olive noch hat, und dann sind die halt anfällig gegenüber äußerliche Einflüsse. Ja, und da sind halt meistens keine Antioxidantien oder sowas bei eben in Öl. Das darf, glaube ich, auch gar nicht. Ich weiß es nicht genau. Deswegen immer einen Geschmackstest machen, dann bei Olivenöl, aber ich weiß nicht, wie hoch da die Chance ist, dass man ein gutes bekommt, und dann zahlt man dann auch 5, 6, 7 Euro pro 500 Milliliter. Lohnt sich eigentlich nicht. Okay, dann haben wir jetzt Rapsöl, was an sich giftige Stoffe hat beim Erhitzen, Olivenöl, Sojaöl, da gibt es halt das von Sojola, das ist aber auch in einer hellen Verpackung. Zudem, also es gibt auch eine Margarine von Sojola, da ist aber dann auch teilweise wieder Rapsöl drin zu dem Sojaöl. Und das ist halt nicht bio und konventionelles Soja ist öfters pestizidbelastet und genmanipuliert. Und Soja ist auch so nicht das gesündeste Produkt, fällt im Prinzip auch weg. Dann haben wir, was nehmen wir denn jetzt mal? Also es gibt halt noch Palmfett, das soll aber auch giftig sein, besonders auch konventionell. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, warum. Es gibt halt dieses Bisquin, dieses Pflanzenfett, aber auch in
verschiedenen Produkten wie der Alsan, der veganen Butter sozusagen. Da ist auch Palmfett drin. Das ist sowieso halt nicht ökologisch und auch tierfeindlich, also nicht vegan. In dem Sinne, dass da halt Orang-Utans, ich habe das Ende mal vergessen, dadurch sterben, weil ihr Lebensraum genommen werden wird. Bei der Gewinnung von Palmöl sollen aber auch giftige Stoffe entstehen. Kann man also auch nicht wirklich empfehlen. Was haben wir dann noch? Dann haben wir Sesamöl. Das wird in Supermärkten oft in der Asia-Abteilung angeboten. Ich glaube im Aldi auch und Edeka und Netto. Und kostet eine Flasche auch nur 1,60. Das sind 250 Milliliter dann nur. Und die werden sogar nativ angeboten. Das heißt, also kalt gepresst. Das heißt Rohkostqualität. Und die haben auch einen guten Rauchpunkt, sogar eine Rohkost. Also unerhitzt, also meistens verbessert sich halt der Rauchpunkt von Produkten, wenn die halt nicht kalt gepresst sind. Aber man erhitzt es ja sowieso. Ja, das kann man eigentlich empfehlen, habe ich es aber selber noch nicht ausprobiert. Kann aber natürlich sein, dass das dann halt, dass das auch oft ranzig ist. Das muss man dann halt gucken. Dann gibt es halt noch natürlich Sonnenblumenöl. Da würde ich, weiß ich nicht, ob das konventionell ganz gut ist und es hat keinen hohen Rauchpunkt, aber wenn das High Oleic oder wie man es ausspricht, ist, also OLEIC, hochölig, würde das frei übersetzt heißen, dann hat es einen Rauchpunkt von 220 Grad, ist dann aber halt ein raffiniertes Produkt und das wird dann öfters als Bratöl angeboten. Wenn das Bio ist und in dunklen Flaschen, dann könnte man es eventuell mal ausprobieren, kostet dann aber auch wieder viel, also bestimmt 4 €, 4,50 € oder sowas. Ja, also dann haben wir auch dann diese ganzen exotischen Öle wie Hanföl und so weiter, haben alle keinen guten Rauchpunkt. Kann man nicht zum Braten und Backen benutzen. Das letzte, was übrig bleibt, ist Kokosöl. Und das ist das Einzige, was halt nicht ranzig wird. Und ja, was auch so keine giftigen Stoffe hat, und das ist so das einzige Öl, was ich wirklich empfehlen kann, zu konsumieren in Rohkost oder halt auch zum Braten, Backen, Andünsten. Was ich aber am meisten empfehlen kann, ist eine Keramikpfanne, habe ich selber noch nicht benutzt, weil als ich das erfahren hatte, da war ich dann schon in der Rohkostgeschichte drin. Eine Keramikpfanne, da braucht man halt kein Öl. Ja, auch zum Braten nicht. Das ist so die erste Empfehlung. Und wenn, würde ich so ein bisschen Kokosöl nehmen. Ich kann eine Empfehlung geben für den Drogeriemarkt Müller, falls ihr da einen in der Nähe habt. Den gibt es eigentlich sehr, sehr oft in Deutschland, obwohl er mir bisher gar nicht bekannt war. Und euch vielleicht auch nicht. Aber da gibt es Bio-Kokosöl, nativ, kalt gepresst. Am günstigsten für 3,50 € pro 200 Milliliter. Ist natürlich immer noch das teuerste Öl. Aber eigentlich nicht teurer als ein sehr gutes Olivenöl. Also wenn ihr kein ranziges Öl haben wollt, dann, also was, ein Öl, was halt nicht so giftig ist, dann immer Kokosöl nehmen und das kann man halt auch für Rohkostprodukte verwenden. Das kann man als Hautpflege verwenden. Ist also sehr flexibel. Man kann auch Rohkost oder so Schokolade draus herstellen. Und ist halt auch relativ gesund, oder deutlich weniger ungesund, weil die langkettigen Fettsäuren, die werden einfacher in Kohlenhydrate, in Zucker umgewandelt, als bei anderen Ölen das der Fall ist. Ja, das dürfte auch zu dem Thema reichen. Was für Öl oder Fett nehme ich? Jo. Und wenn man halt, weiß nicht, so eine Schmiermargarine sucht oder so, da würde ich eigentlich generell drauf verzichten, beziehungsweise ersetzen. Das kann man gut machen, wenn man sich so einen Aufstrich macht aus Sonnenblumenkern und Wasser und Gemüse. Dann hat man einen schönen Gemüseaufstrich, das kann man immer gut mit Sonnenblumenkernen machen oder mit Nüssen. Oder halt einfach so eine Avocado draufschmieren. Und wenn einem das zu viel Geschmack ist, weil viele mögen einfach halt diese Butter aufs Brötchen, dann kann man einfach versuchen, die Sonnenblumenkerne mit ein bisschen Wasser, Salz und Gewürzen zu mixen.
Es hat dann nicht sehr viel mehr Geschmack wie Sonnenblumenmargarine. Jo. Ganze Fette und danach Kokos.